Preußenstadion, Flutlicht, Pokal. Jedoch nur der Westfalenpokal. Vor gespenstischer Kulisse, knapp 700 Zuschauern, schickte Trainer Lohse eine nahezu komplett veränderte Startelf in die Partie. Münster trotzdem klarer Favorit gegen den Oberligisten VfB Hüls in Rot. Der Regionalliga-Absteiger finanziell arg gebeutelt mit rund erneuertem jungen Kader. Und der hier zunächst mit Defensivarbeit beschäftigt. Erwartungsgemäß viel Ballbesitz beim SC Preußen und ein geduldiger Spielaufbau. Kapitän Kühne mit Pass in die Spitze, öffnender Doppelpass zwischen Kara und Benjamin Siegert. Siegert in die Mitte, Krone, Tor, 1:0 für Münster nach gerade einmal 7 Spielen. Schöner Spielzug, starke Vorbereitung, genau zu Krone, der die Bewacher mühelos abschütteln kann. Kurz nach der Führung. Erneut Kara und Siegert über die rechte Seite. Da ging einiges. Und in der Mitte schraubt sich Krone hoch, drüber. Die Partie aber sonst doch relativ ereignisarm bisher. Die mitgereisten Gästefans mit Hoffnung, Hüls mit keiner schlechten Vorstellung und durchaus mit ein paar Versuchen vors Münsteraner Tor zu kommen. Aber ab dem 16er, Sie sehen es, da fehlte meistens die zündende Idee. Kein Problem für Münster, aber ein Weckruf für Preußen, sich nicht einlullen zu lassen. Und erneut ein ganz ruhiger Spielaufbau aus dem Mittelfeld. Kara mit vielen Ballkontakten und immer stark, wenn er das schnelle Zusammenspiel suchte. Hier mit dem Zuspiel in die Spitze und das ist klasse gemacht von Krone. 2:0 Preußen, Doppelpack Rocky Krone. Der lange Niederländer macht das ganz clever, schafft sich mit einer Körpertäuschung den nötigen Vorteil. Der SCP auf Kurs und jetzt mit einem Fuß auf dem Gaspedal. Gegen Ende der ersten Hälfte mit guten Chancen alles klar zu machen. VfB-Keeper Emanuel Schmidt, bester bei den Gästen, bekam alle Hände voll zu tun. Und nach dieser Ecke erneut mit starker Parade gegen den Kopfball von Halle. Das Preußen-Übergewicht nun drückend. Kühne auf Krone, der steht blank und knallt die Kugel drüber. Und auch in der nächsten Situation wieder Krone im Fokus. Ecke, Hinterkopf, Latte. Einziges Manko auf Seiten der Hausherren, die Chancenverwertung. Und ich will es Ihnen schon verraten, liebe Zuschauer, das sollte sich auch in Halbzeit 2 nicht ändern. Es spielte nur noch ein Team und das war Münster. Es boten sich beste Chancen zu erhöhen. Malte Grassoff, der schickt Krone auf dem Weg zum dritten. Nein, Innenpfosten. Der Stürmer mit starker Partie, doch unzufrieden mit der Torausbeute. Ja, geht so. 2 schöne Tore gemacht, aber wie gesagt, es müssen noch 3, 4, die dritte und vierte können auch noch 3 gehen. Ne? Beste Möglichkeiten boten sich hier dem eingewechselten Piosek nach Sololeistung Torwart Schmidt erneut zur Stelle. Oder aber Mittelfeldmann Malte Grassoff, der die Kugel an den Innenpfosten knallte. So blieb es. Dabei, nach 90 Minuten, setzte sich der Drittligist völlig verdient mit 2:0 gegen den Oberligisten durch. Ein Ergebnis, das am Ende beide Trainer irgendwie zufriedenstellte. Bei dem einen oder anderen Abschluss, gut, hätte sich auch mehr Konsequenz dabei sein können. Aber der Sieg, glaube ich, und dass es schlussendlich für uns wichtig war, zu keinster Sekunde gefährdet. Und wir sind verdient eine Runde weitergekommen. Ich habe gerade gehört, wir haben einen Etat von 7,5 Millionen, wir haben einen von 80.000. Also da sieht man, wo die Unterschiede liegen. Und von daher, nein, wir sind insgesamt zufrieden. Klar, Törchen wäre schön gewesen, aber ich bin schon ganz zufrieden damit, dass es nur 2:0 geworden ist.